Alles klärchen. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich möchte in diesem Part jetzt, wenn es geht, erstmal schauen, ob wir auf Friedrich spielen. Jawohl. Ich möchte in dem Part hier den Boden fertig kriegen. Ich habe jetzt übrigens auch geschaut, wie wir das Dach am besten machen können. Und zwar habe ich gleich eine neue Version unseres Hauses gebaut. Und zwar, ja, zeige ich euch das dann im 100. Part, wie ich das Haus dann später umbauen möchte. Aber das alles erst in Staffel 3. Also seid gespannt bis dorthin. So, gut, dann nehme ich jetzt die Schere und schere damit ein paar Schafe. Ich hoffe, meine Lautstärke passt wieder. Die war im letzten Part ein bisschen zu laut. Ja, da freut ihr euch, nicht wahr? Wenn man den ranzigen Pelz da jetzt lösen kann von euch. So, und hier ist eine Römermusik. Und hier ist ein weiteres Schaf. Und irgendwie leckt es hier ein wenig, aber egal. Mensch, ich denke immer, diese Schafe werden. nee, falsch. Ich denke, die Kühe werden Schafe, weil die so eine weiße Textur haben. Da verwechsel ich die gerne immer beim ersten Hinsehen. So, gut, hier weitere Wolle. Da hinten ist auch noch ein Schaf. Hier haben wir auch noch ein paar Schafe. Na, du kommst mit. Du kommst jetzt in meine Gewalt. Und ich rede nicht von dem Schaf, sondern von der Wolle. Ja gut, ja. So, hier ist ein weiteres Schaf. Oh, da hinten sind sie schon nachgewachsen. Oh, und in dieser Aufnahme möchte ich, wenn es geht, bei den Meyers vorbeischauen und mitnehmen, was sie so alles noch für uns haben. So, gut, oh, ganz schön produktiv. Jetzt laufen wir zwar ein wenig, aber die Wolle. Oh! Oh, tut mir doppelt leid. Ich habe mich verklickt, tut mir leid. Falsche Taste, falsche Maustaste. Mensch, ständig verklicke ich mich hier. Geh weg, du Schwein. Aus dem Weg. So, gut, 21 Wolle. Ja, das ist schon eine Menge für die paar Schafe, die wir jetzt gerade abgeerntet haben. Alles klärchen. In unserem Haus haben wir ja noch zwei Stück, glaube ich, oder ein Stück. Ich weiß gar nicht so genau. Das sehen wir ja dann. Schafi! Wolli, wo bist du? Bist du auf dem Dachboden? Wolli? Ich finde dich nicht. Bist du vielleicht im anderen Raum? Oh nein, wo ist denn Wolli hin? Wolli ist nicht mehr da. Er hat sich selbstständig gemacht. Mensch, die werden so schnell erwachsen. Oh, ein Knopf. Naja, egal. Jim Knopf ist hier im Inventar. Gut, dann füllen wir hier den Boden hier weiter aus. Und dann bereite ich mich vor, zu den Mayas zu gehen. Ich werde selbstverständlich den Schwierigkeitsgrad auf einfach ändern. Oh, und jetzt wird es Tag. Perfektes Zeichen. Also gut, unsere Rüstung ist übrigens fast im Arsch. Wir sollten vielleicht bei nächster Gelegenheit einen Amboss kaufen oder am besten jetzt. Moment, ich google mal schnell, wie man einen Amboss macht. Amboss. So, mal schauen. Ich weiß das Crafting-Rezept für den Amboss nicht genau. Okay, man braucht drei Eisenblöcke. Momento, das haben wir gleich. Kostet uns zwar jetzt einiges Eisen, aber da machen wir halt später eine neue Höhlenerkundung. Oder in der nächsten Staffel. Mal schauen. Oder im 100. Part. So, jetzt brauchen wir drei Eisenblöcke. Ja, ihr seht, wie viel Eisen uns das kostet. Und übrigens nützt sich dieser Amboss ab. Also der Amboss, der geht nach einer bestimmten Zeit kaputt, wenn man den häufig verwendet. So, den Amboss macht man so. Genau. So, wo bauen wir den jetzt hin? Bauen wir den mal dorthin.
Und zwar lege ich jetzt meine Rüstung ab und repariere den Schrott. Das plus das ist das, genau. Benennen kann man das sogar auch, aber das kostet uns mehr Erfahrungspunkte. Ich nenne diesen Brustharnisch jetzt Brustharnisch. Nisch des Todes. Nein. Nee, also ich finde es das Benennen, dass es das mehr Erfahrungspunkte kostet. Scheiße, deswegen unterstütze ich das jetzt nicht, sondern. Oh, hat uns mehr Eisen gekostet als gedacht. Okay. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir uns die Sachen neu gecraftet hätten. Das hätte uns weniger ja, Eisen gekostet. Aber ist ja auch egal. So, okay, er ist noch nicht angebrochen. Also man merkt den Verschleiß von den Amboss, indem er hier in der Mitte zusammenbricht allmählich. Oh, hier haben wir noch eine Menge Eis. Eisen meine ich. Eis. Was rede ich für ein Scheiß? Scheiß, versteht ihr? Zirp-Geräusch, ich weiß. So, Diamantenschwert, 7 Angriffsschaden. Ich glaube, je öfter man eine Waffe verwendet, desto mehr Angriffsschaden kriegt die. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Haben wir doch irgendwann noch ein Nemesis-Ding-Gliederflügel? Oder haben wir den woanders? Oder ist der vielleicht schon kaputt? Und ein Diamantenschwert haben wir auch irgendwo noch. Ach so, das ist ein Diamantenschwert, verstehe. Deswegen hat es ja auch einen höheren Angriff. Ich glaube, für ein Diamantenschwert müssen wir den mit einem Diamantenkolben, ich kombinieren, damit der repariert wird, oder? Geht das auch mit Eisen? Nein, man braucht in der Tat einen Diamanten dafür, anders geht's nicht. Okay. Gut, die hat Feuerschaden, die können wir verwenden, um Tiere zu jagen. Dieses Schwert. Das heißt, für die Erkundung nehme ich jetzt mal ein normales Schwert. Eigentlich könnte ich meine Rüstung jetzt wieder anlegen. Na, wo sind die Schuhe? Ich schieb das dir jetzt in die Schuhe. Nein, Schuhe? Wo seid ihr? Schuhe? Ich muss wohl. Ach ja, übrigens muss ich am 11. September wieder zur Schuhe. Nein, zur. Nein, am 12. Dezember. September, verdammt. Aber jetzt im Ernst. Bin ich jetzt blind oder einfach nur blöd? Bin ich blind auf beiden Augen oder einfach blöd? Ich glaube, ich muss mir einen neuen machen. Ich brauche neue Schuhe. Scheiße. Bin aber übrigens noch am Überlegen, ob wir. Na, Leck. Hallo, Leck. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Bis auf das, dass das Spiel jetzt leckt. So, gut. Habe ich mir halt neue Eisenstiefel gemacht, ist ja auch egal. So, dann lage ich das Eisen wieder rein in die Truhe. Was haben wir jetzt eigentlich noch? Einen Stack haben wir noch, ja. Wir müssen mal irgendwann mal eine Höhlenerkundung machen. Wahrscheinlich im Part 110. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf diese Zahl komme. Schätze ich jetzt einfach mal so. Das allerdings erst in einem Jahr. Gut, ach, die Truhe ist voll. Ich hab die Nase voll von dir! Verdammt, alle Truhen sind voll. Da mache ich mir eine neue. Oder ich könnte natürlich auch Sachen aussortieren. Aber dafür bin ich jetzt momentan viel zu faul. Ich möchte ja jetzt. Vielleicht später. Vielleicht machen wir es später. Jetzt habe ich echt keinen Bock, jetzt die Sachen hier jetzt zu sortieren. Das dauert zu lange. Vielleicht mache ich das ja auch offscreen oder nach dem 100. Part. Mal schauen. Gut, Bogen nehme ich vielleicht mit. Haben wir denn ein paar Pfeile? Moment, muss mich mal hinsetzen. Okay, gut, ja, da hört sich mein Geknackse vor meinem Stuhl vielleicht sogar. Eine Spitzhacke haben wir, Fackeln auch, Holz haben wir auch. Eine Sonnenuhr nehme ich auf jeden Fall mit. Höhlenerkundung halt, ne? Was brauchen wir denn jetzt noch? Ich muss gerade was mitnehmen. Verdammt, ich habe alles vergessen. Ich habe so eine Amnesie. Verdammte Scheiße. Vielleicht. Ach ja, wir haben hier jetzt einen Amboss, ne? Und wir haben hier verzauberte Bücher. Das heißt, wir können diese gleich benutzen. Oh, wir haben 4 Erfahrungspunkte. Stufe nur noch.
Spannungsstufe 4, ihr wisst schon. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum das hier alles jetzt weiß ist, die Textur. Warum geht es nicht? Achso, Stärke. Wir brauchen Schutz. So, das kostet uns 3 Erfahrungspunkte. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Wir könnten auch unser Schwert noch verstärken. Stärke? Gut, ist es vielleicht bei einem Bogen so, oder? Ne, bei Werkzeugen ist es, glaube ich, ne? Nein. Doch, beim Bogen? Tatsache, beim Bogen, okay. Ja, wir brauchen Erfahrungsstufe 2, haben wir momentan nicht. Aber wir haben jetzt dafür eine verzauberte Rüstung. Sieht auch ein bisschen magisch aus, ich zeig's euch mal schnell, wie es aussieht. Ja, jetzt glänzt die ein wenig in einem lilanen Ton und ja, glitzert ein wenig. Glitzer, Glitzer, Mädchenstyle, nein. Ja, lagern wir das andere wieder in die Truhe rein. Die Schaufel sollte ich vielleicht mitnehmen, damit wir die jetzt benutzen können, halt, ne, abnutzen können, damit wir mehr Platz im Inventar haben. So, wäre nicht schlecht, wenn wir eine Axt noch dabei hätten. So, jetzt kann es losgehen, aber erst. Ich möchte jetzt ungern in die Nacht da jetzt losziehen. Vielleicht warte ich, bis es Nacht wird, damit wir pennen gehen können. Und dann erst mache ich mich auf, weil ich habe keinen Bock, in der Nacht gegen die Monster zu kämpfen. Während wir hier unterwegs sind zu den Ägyptern. Was? Ägyptern. Huch. Achso, ich dachte, das wäre was anderes. Na gut. Aber wir können ja währenddessen jetzt hier, wenn wir schon dabei sind, hier oben, können wir ein bisschen Licht machen. Nicht, dass da oben was spawnt. Im Dachkeller. Zum Beispiel Zombies oder Endermans vielleicht sogar. Oder Creeper. Die dann hier runterlaufen und dann uns überraschen, während wir frühstücken oder schlafen sogar. Also, das ist mir ein wenig zu heiß. Gut. Wir können ja eigentlich ein Fenster hinmachen, fällt mir so auf. Ah, aber ist in Staffel 3. Da werden wir das Haus besser bearbeiten. Aber ihr seht es ja dann im 100. Part, wie ich das dann so bauen werde. Ach ja, Nahrung brauchen wir auch noch, verdammt. So, hier ein bisschen Gammelfleisch. Mann, wir ernähren uns hauptsächlich vom Melon, fällt mir so auf. Huch! Was macht ihr denn dabei beim Fressen? Verschwindet! Das ist mein Fressen! Erntet euer eigenes. So, hier mehr Kartoffeln für uns. Die können wir gleich auch da reinpflanzen. Gut, wie geht's den Möhren? Die haben wir jetzt, die müssen wir jetzt sehr schnell vermöhren. Ne? Oh. Flachwitz laden. Gut, dann haben wir hier jetzt auch ein paar Melonen. Hier ist noch Kartoffeln sind das, okay. Gut, die Kartoffeln. Für was braucht man Kartoffeln eigentlich? Man kann die ja braten oder man kann die fressen. Allerdings heilen die, glaube ich, dann nur ein Nahrungsdingens, wenn ich mich recht entsinne. Na, Kohle wäre eine Verschwendung. Das tue ich schon braten. Das tue ich nur dann braten, wenn wir mehr davon haben. Und hier haben wir übrigens noch ein paar Karotten. Ich glaube, bis es Nacht wird, tue ich hier noch ein bisschen Landwirtschaften hier. So, hier ist eine Ho. Hier ist die Ho. Ihr wisst schon, den Rapper da von Gio und so. Die Ho. Gut, wir müssen mal mehr Platz schaffen, fällt mir so auf, für unsere Felder. Ich glaube, da hinten könnte ich vielleicht noch eine Siedlung aufmachen, beim Dschungel dran. Ne? So eine kleine Holzfällerhütte oder sowas. Oh, und du bietest dich mir ja förmlich an. Danke für deine Wolle, Schäfchen. Gut, dann hier so. Und dann pflanze ich jetzt hier mal eine Möhre rein. Ich werde mich wahrscheinlich später wundern, was, warum ist eine Möhre statt gerade eine Kartoffel. Gut, dann klatschen wir noch ein paar Nahrungsmittel hier rein. Hier noch 3 Kartoffeln. So, okay, gut. Dann, ja, jetzt wird es Nacht. Ich würde sagen, Schwert rüste ich jetzt mal in den Slot aus. Verdammt.
Und da hinten ist übrigens auch ein Dschungel, ist mir so beim Ansehen meiner Aufnahmen aufgefallen. Das heißt, wir haben hier zwei Dschungel um uns. Das heißt, wir sind am Amazonas, kann man so sagen. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Amazonas komme, einfach mal so. Jo, gut, wir haben keine Pfeile. Ich suche jetzt mal nach Pfeile. Ich habe doch bestimmt irgendwo ein paar Pfeile hier. Das gibt's doch nicht. Ach ja, wusstet ihr, früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Zip, 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 veralteter Witz, zip, zip. Ich geb's dir schon zu, der ist veraltet. So, wir können hier die Eisenäxte zu einer verschmelzen, die wo eine Abnutzung haben. Geht das bei denen noch? Nein, na doch, geht's sogar. Okay, jetzt haben wir wieder eine komplette Axt. So, jetzt penne ich eine Runde, weil ich so ein Penner bin. Und jetzt geht's los. Die Mayas warten auf uns. Und übrigens sieht man hier nicht, dass Glas ist. Ich glaube, das muss ich irgendwie ändern. Oder vielleicht ein anderes Texture-Pack, mal schauen. So, was ich jetzt mache, ich ändere zunächst die Musik. Dazu muss ich in den Ordner switchen. So, jetzt seht ihr wahrscheinlich meine Maus, aber nicht den Ordner. Tja, das ist Pech für euch. Muha, ich bin so böse. Gut, die drehe ich auch ein bisschen auf, weil die ein bisschen leiser ist. Moment, ich suche mal nach einer passenden Musik. Ja, ich nehme mal die.